FCE vor Restart. Der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost soll am 4. Dezember wieder aufgenommen werden. Das gibt der Nordostdeutsche Fußballbund bekannt. Anvisiert wurde vorerst der 25. November. Uneinigkeiten zwischen den Vereinen machte einen kurzfristigen Neustart unmöglich. Für den FCE geht es am Sonntag, den 6. Dezember, wieder in den offiziellen Spielbetrieb. Für die Lausitzer geht es dann auswärts gegen Chemie Leipzig ran. Verdi fordert Corona-Sonderzahlung. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für dieses Jahr eine Sonderzahlung an die über 2000 nichtärztlichen Beschäftigten des Karl-Thiem-Klinikums. Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten im Dezember eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung. Die Beschäftigten des CTKs erhalten die Corona-Sonderzahlungen nicht automatisch, da das Klinikum eine Vollmitgliedschaft mit Tarifbindung im kommunalen Arbeitgeberverband bislang abgelehnt hatte. Die Sonderzahlungen liegen zwischen 300 und 600 Euro. Cottbuser Brautgeschäft kommt groß raus. Annika Skorday hat sich ihren Modetraum erfüllt. Sie hat ihren eigenen Brautkleidladen eröffnet. Das Tüllwerk ist ab nächster Woche täglich auf Vox zu sehen. In der Doku-Soap zwischen Tüll und Tränen gibt es Einblicke in die Arbeit der Cottbusserin. Das Format läuft montags bis freitags um 16 Uhr bei Vox.